Oh. Und uns treffen lassen. Weniger cool. Egal. So, ich warte gerade mal, bis das Toxic ein bisschen runtergeht. Und vielleicht sollte ich... Ach komm, was soll's. Ich mach die hier noch platt. Bevor wir uns jetzt noch irgendwie zurückdrängen lassen und wir dann in die reinlaufen, das muss ja nicht sein. So, kann man das irgendwie? Nee, kann man nicht, ne? Kann man nicht irgendwie verringern den Build-up? Okay. So, das müsste eigentlich reichen. Ja. Ja, Tree. Ach, die Tür ist auf, okay. Frage ist, welchen davon hole ich mir, ne? Ich weiß nicht, ich will nicht alle wecken. Vielleicht soll ich erst hier vorne nehmen. Super. Ich habe übrigens doch alle geweckt. Nein! Oh. Und toxic. Die haben irgendeine Scheiße im Bauch, aber... Puh. Mehrere von denen wirken halt auch noch härter als nur eine, ne? Alter, die haben auch so viel Leben. Ja, ganz ehrlich, wenn ich eh hier... nichts machen kann, um das zu verringern, zieht schon wieder eine andere Rüstung an. Ich weiß aber gar nicht, was ich anziehen soll. Jetzt sind wir schon wieder drüber. Drang. Naja, lauf ich halt mal so rum, was soll's. Schön unser Cape in durch den Schlamm ziehen. Das war easy. So, das haben wir. Dann gucken wir mal, dass wir die hier wieder...
gehabt. Damage. So, ich wechsle mal wieder auf das. Ich nehme mal das Dark Sword. Oder? Ja, ich nehme das Dark Sword. Ich ein bisschen schneller angreifen kann, weil ich nämlich nicht weiß. Oder gehe ich erstmal hoch? Natürlich auch erstmal hochgehen. Jetzt würde ich natürlich aufpassen, dass uns der Typ da oben nicht wieder mit seinem fetten Crystal Spear trifft. Und rein theoretisch. Wäre hier noch so ein Vieh, aber ich gucke erstmal, dass ich jetzt da oben den Typ platt kriege. Ich möchte vielleicht anschleichen. Nein. Jawohl. Easy so, so ist ja easy. Okay. Logan's Scroll, okay. Ob ich in diese Tür da reinspringen kann, weiß ich aktuell noch nicht. Aber ich weiß, dass ich hier lang gehen kann. Hier scheint auch sonst niemand zu sein. Okay, gut. Was heißt das? Das heißt, dass ich erstmal da vorne das Item hole. Poison Arrow, warum nicht? Was gibt's hier? Hier kann ich nur runterdroppen, dann komme ich in den Raum, wo der Dicke ist. Das geht, cool. Die Frage ist. Frage ist, was ist hier oben? Auf jeden Fall ist hier oben erstmal ein Heal Spell. Und dann, ja, gucken wir mal. Hier ist nichts. Ach was. Ah, you are a saint. Once again, you are my valiant savior. I, Siegfried of Katarina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. Titanite Slap, alter Vater. Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take, and a duty to fulfill. Very soon. Ah, no, I and... Okay, wir haben ihn gefunden. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind.
Hier gibt's den Gold Serpent Drink, cool! Hätten wir mal vorher gebraucht bei den Typen da hinten. Geil, jetzt haben wir ihn gefunden. Nice, 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 nice. Okay. Wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Bei diesen Ratten raus, oder? Ja, jetzt sind wir nämlich zurück beim Earthhill Dungeon. Stealth ahead, therefore hitting them in one swoop. Hier oder was? Oh! Alter. Okay, das hat mich jetzt erschreckt. Böse Junge, Junge. Be wary of back here. Wahrscheinlich wären die dann gekommen. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, auch wenn es da stand, aber das hab, damit habe ich nicht gerechnet, ey. Jailer's Keyring. Jailer's Keyring. Was macht er denn? Earthillian Jailer's Ring, filled with many keys. Na super. Aber vielleicht können wir damit die beiden Zellen aufmachen, die wir bisher noch nicht aufmachen konnten. Wenn ich sie wiederfinde. Was machen Feuerpfeile für den Schaden? Oh, das geht aber gut. Viele das auch sind, ne? Immer noch mal Blatt gekriegt, okay. Ging ja auch recht gut jetzt. Achso, hier ist Sigurd. Sigurd of Katarina. Oh. Da will wir ein large Shard. Profane Flame hätten wir denn nicht irgendwie kaufen können irgendwo? Ich glaube, die kommen hier immer wieder raus. Dass wir weggehen. Oh, hier geht's auch irgendwo hin. Ist, wo geht's hier hin? Ich gucke einfach mal. Das ist eine Mimik. Try up, sagt er. Ach so, hier ist eine Leiter. Hier gibt es nochmal böses Erwachen oder was? Wobei, nee, da kann ja nichts runterspringen, das stirbt ja instant. Die Frage ist, wo geht's hier hin? Ah! Keine illusionäre Wand, ich hab die Tür einfach nur nicht gesehen. Was es hier noch alles gibt, hey.
Ist das eine Mimik? Enemy ahead. Monster ahead. Maul. Toad! So, Dragon Slayer Lightning Arrows. Okay, das war jetzt nicht so geil, aber okay. So, bevor ich da oben lang gehe, weil ich habe auch keine Ahnung, ob ich da, wie ich dran zurückkomme, gucke ich nochmal, was es jetzt da hinten gibt. Hier hinten. Irgendwas ist hier nur noch. Ein Aufzug. Okay. Und der fährt uns nach oben. Ah, ich weiß, wo wir sind. Genau, wir sind hier beim Bonfire. Cool. Das ist cool. Das ist ganz cool, ja. Lass mich direkt mal gucken. Ich nehme lieber wieder die dicke Waffe. Können nämlich gucken, ob wir die Zellen hier überall aufbekommen. Droppt nichts, okay. Ich hab verkackt. Weil ich nicht direkt getroffen hab. Weil ich nicht direkt getroffen hab. War ja gerade Ausnahmezustand hier. So wie die alle ausgerastet sind. Hallo. Oh. Macht einer einen kleinen Ausflug. So. Trink mal schnell ein Fläschchen. So, kriegen wir es auf? Ah, wenigstens etwas. Prisoner Chief's Ashes.
Mal gucken, was wir da rausbekommen. Ja, hier war doch irgendwo was, ne? Ah, so einer. Nur immerhin. Be wary of behind, ja. Da sind wir schon vorbei. Okay, ich... Oh, 5 Fading Souls, cool. Ich gehe gerade nochmal auf die andere Seite. Und dort dann auch wieder runter.